Hallo und herzlich willkommen beim Oldtimer Studio 21. Wenn du wissen möchtest, wie viele Fensterscheiben der VW Samba Bus tatsächlich hat, das erkläre ich am Ende vom Video. Der VW T1, genauer VW Typ 2 T1, auch Bulli genannt, war ein Kleintransporter der Volkswagen Werke GmbH. Der T1 war das erste Modell der VW Busreihe, deren Modelle offiziell VW Transporter und intern Typ 2 genannt werden. Nach dem VW Käfer, intern Typ 1, ist der VW Bus die zweite Baureihe des VW Werkes für die zivile Nutzung und wird bis heute als VW T7 produziert. Der Transporter wurde ab 1949 entwickelt und 1950 zur Marktreife gebracht. Der Wagen, der während seiner Bauzeit Marktführer war, gilt als ein Symbol des deutschen Wirtschaftswunders. Auf seiner Basis entstand eines der ersten Reisemobile. Im Werk Wolfsburg und im Volkswagenwerk Hannover ab 1956 liefen insgesamt 1,8 Millionen T1 in verschiedenen Ausführungen vom Band. Mit Beginn der Produktion des Nachfolgemodells VW T2 im Werk Hannover endete 1967 die Fertigung des T1 in Deutschland. In Brasilien wurde er weiter bis 1976 gebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Volkswagenwerk Wolfsburg unter der Kontrolle der britischen Besatzungsmacht. Major Ivan Hirst war für die Wolfsburg Motors Works verantwortlich. Um die Produktion aufrechtzuerhalten, lieh er von der britischen Armee Transporter und Gabelstapler aus. Wenn die Armee diese an einem anderen Ort benötigte, standen sie dem Werk nicht mehr zur Verfügung. Um die Transportengpässe aufzulösen, wurde ein Plattenwagen mit Teilen des VW Typ 82 Kübelwagen entwickelt, bei dem der Fahrer am Heck über dem Motor saß. Während eines Besuchs in Wolfsburg Anfang 1947 sah der spätere niederländische Generalimporteur Ben Pon die Pritschenwagen und schlug einen kommerziellen Ableger für den niederländischen Markt vor, der auf dem Chassis des VW Käfer basieren sollte. Die Planung scheiterte jedoch an den niederländischen Behörden, die keine Betriebsgenehmigung für ein Fahrzeug erteilen wollten, dessen Fahrer hinter der Ladung sitzt. Pon traf am 23. April 1947 in Minden auf Colonel Charles Radcliffe von der Trade and Industry Division der britischen Militärverwaltung. Bei dem Treffen fertigte Pon eine Skizze eines geschlossenen Transporters für eine Zuladung von 750 Kilogramm an, bei dem der Fahrer vorn sitzend und der Motor im Heck unter dem Boden des Laderaums eingebaut sein sollte. Die Skizze befindet sich zurzeit im Rijksmuseum. Nach dem Treffen teilte Radcliffe Hirst mit, dass es wegen der fehlenden Produktionskapazitäten nicht zu einem Transporter auf Käferbasis kommen werde. Hirst, der einen Markt für kleine Transporter in Deutschland sah, stellte Pon eine Weiterentwicklung des Konzepts in Aussicht, wenn sich die Lage in Wolfsburg verbessere. Heinrich Nordhoff wurde Anfang Januar 1948 neuer Generaldirektor des Volkswagenwerks. Er beauftragte den neuen Entwicklungsleiter Alfred Hessner im Herbst 1948 mit der Entwicklung eines Prototyps nach Ben Pons Konzept. Hessner schuf zwei Entwürfe, einen mit flacher und einer mit gewölbter Front. Nordhoff entschied sich für die gewölbte Front. Der erste Prototyp war im März 1949 betriebsbereit. Bei ausschließlich nachts durchgeführten Tests stellte sich nach einem Monat heraus, dass das Chassis des Käfers nicht für die höhere Belastung des Transporters geeignet war. Trotz des Misserfolgs und der anfänglichen Ratlosigkeit der Ingenieure bestand Nordhoff auf den Produktionsbeginn Ende 1949. Die Entwickler konstruierten für die zweiten Prototypen eine neue Bodengruppe mit zwei Längsträger statt des Zentralrohrs. Die Kurbellenkerachse vorn ist an den Stoßdämpferaufnahmen mit den nach oben geköpften Längsträgern verschraubt. Auch der Motor des Käfers zeigt sich nicht den Anforderungen gewachsen. Die mit der Weiterentwicklung beauftragte Porsche KG veränderte für eine bessere Beschleunigung die Getriebeübersetzung, begrenzt dadurch aber die Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h. Der neue Prototyp bewährt sich in den Tests. Die Hinterachse mit den Radseitigen vorgelegen entspricht der des VW Typ 82 Kübelwagen. Außer dem Kastenwagen mit einem Laderaum von 4,59 Kubikmeter, von dem es insgesamt 6 Prototypen gab,
wurde auch ein Bus mit Fenstern zum Personentransport entwickelt. Zwischen dem Fahrer und den hinteren Passagieren war eine Trennwand bis zur Unterkante der Fenster vorgesehen. Bei der Umstellung auf die maschinelle Serienproduktion stellte sich besonders die Dächer als problematisch dar. Der neue Transporter wurde am 12. November 1949 mit einer Woche Verspätung nach einer 51-wöchigen Entwicklungszeit den Journalisten vorgestellt. Am 8. März 1950 begann die Serienproduktion des Transporters in Wolfsburg VW-Werk. Der Preis des Typ 2 lag mit 5.850 Mark um 150 Mark über dem Preis eines voll ausgestatteten Käfers. Dies entspricht inflationsbereinigt etwa 17.000 Euro. Der etwa zur gleichen Zeit angebotene geräumige Tempo Matador mit Frontantrieb kostete 7.100 Mark. Der Serien T1 hatte eine Front mit einer geteilten Frontscheibe aus ebenem Glas. In der Mitte einer V-förmigen Sicke prangte das Markenzeichen von VW. Ebenso wie die Frontscheibe waren die Seitenscheiben aus Flachglas. Die Türen des Fahrerhauses hatten je ein kleines Ausstellfenster. Anders als beim Käfer wurde die Karosserie mit dem Rahmen verschweißt. Im Fahrerhaus war das Armaturenbrett aus Blech mit integriertem Tachometer mit der Karosserie verschraubt. Das Lenkrad stand flach und war größer als beim Käfer. Die ersten T1 hatten wie die Prototypen keine hintere Stoßstange und keine Heckfenster. Der Kraftstofftank war nur über die Motorraumklappe zugänglich. Ab 1952 wurde ein trapezförmiges Heckfenster eingebaut. In den ersten Jahren war der T1 nur in Taubenblau oder grundiert lieferbar. Später waren zwei Grautöne, Taubenblau, Braun und Beige sowie zweifarbige Lackierungen im Angebot. Angetrieben wurde der T1 von dem im Heck eingebauten Käfer-Boxermotor mit 1131 Kubik und 25 PS. Wegen des Heckmotors hatte er keine durchgehende Ladefläche. Der VW T1 besaß hydraulische Trommelbremsen. Spitzname Bulli. Die zeitgenössische Bezeichnung des VW T1 war Kombi. Unter dieser ist das Fahrzeug unter anderem in Brasilien bis heute bekannt. In jüngerer Zeit wird der Oldtimer und teilweise die Nachfolgemodelle als Bulli beworben. Die erstmalige Verwendung für dieses Fahrzeug ist nicht eindeutig überliefert. Eine Version besagt, dass die Verbindung der ersten beiden Buchstaben von Bus und Lieferwagen zu dem Namen führte. Eine andere Version schreibt den Namen dem Adjektiv Bulli zu, das VW-Mitarbeiter schon während der Entwicklung des T1 zur Beschreibung genutzt haben sollen. Bis 2007 hat VW den Namen nicht verwendet, da die Namensrechte bei der Käsborer Geländefahrzeug AG lagen. Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der Baureihe verkaufte Käsborer den Namen an VW. Im englischen Sprachraum hat sich wegen der geteilten Frontscheibe der Spitzname Splitty für die erste VW-Bus-Generation durchgesetzt. Dort ist Bulli, englisch für Tyrann, negativ behaftet. Im Deutschen bezeichnet der Begriff Bulli seit jeher den Einwurf im Eishockey. Im Modelljahr 1959 wurden die Stoßfänger geändert. Nachdem 1960 die Blinker gesetzlich eingeführt worden waren, entfielen die bis dahin in der B-Säule eingebauten Winker. Fortan wurden kegelförmige Blinker oberhalb der Frontscheibenwerfer eingebaut, die Volkswagen später durch ovale Blinker ersetzte. Gleichzeitig bekam der Transporter, wie der VW Käfer, das asymmetrische Abblendlicht, damals noch mit einer 6 Volt Spannung. Die Rückleuchten durchliefen ebenfalls mehrere Veränderungen. Angefangen mit kleinen runden Leuchten mit einem einzelnen separaten Bremslicht bis hin zu einer größeren ovalen Form mit integrierten Blinker und Bremslichtern. Die Leistung des 1200 Kubik Motors erhöhte sich 1960 auf 34 PS und das Getriebe war voll synchronisiert. Auch die Karosserie erfuhr im Laufe der Zeit Veränderungen. Die meisten Neuerungen gab es 1963. Die Heckklappe wurde verbreitert und bekam ein größeres Fenster. Statt der doppelflügigen Laderaumtür konnte eine Schiebetür bestellt werden und mit verstärktem Chassis war der VW-Transporter mit einer Nutzlast von einer Tonne erhältlich. Der 100.000ste wurde am 9. Oktober 1954 im VW-Werk Wolfsburg hergestellt. Nach der Verlagerung der T1-Fertigung in das neue VW-Werk Hannover
lief dort am 2. Oktober 1962 das millionste Exemplar vom Band. Bis zur Auflösung des T1 im Juli 1967 wurden insgesamt 1,8 Millionen Einheiten produziert. Den T1 gab es als Kastenwagen, Kombi und Kleinbus. Es waren auch Transporter mit Hochdach, einer großen nach oben aufstellbaren Seitenklappe, als mobiler Verkaufsstand sowie Kranken-, Polizei-, Feuerwehr- und Leichenwagen erhältlich. Das Samba genannte Sondermodell, der Campingbus von Westfalia, der Pritschenwagen und eine Ausführung mit verstärkten Stoßfängern und aufstellbarer Frontscheibe für Jäger waren weitere Bauformen. VW fertigte für andere Märkte und auf Bestellung Varianten mit anderen Kombinationen der vorgestellten Karosseriemerkmale. Für verschiedene Exportländer gab es den T1 als Rechtslenker. Das unter der Bezeichnung Samba im englischen Sprachraum als Mikrobus Deluxe bekannte Achtsitzer. Zur Ausstattung gehörten unter anderem ein Röhrenradio und ein Faltschiebedach über dem Passagierbereich. Ab 10. März 1953 war eine hintere Stoßstange montiert, welche die andere T1-Varianten erst ab dem 21. Dezember 1954 erhielten. Der 8- bis 12-sitzige Bus hatte 23 Fenster. Eine Heckklappe zum Innenraum gab es bis zum Modellwechsel 1955 nur als Mehrausstattung gegen Aufpreis. Der Samba hatte ein Armaturenbrett in Fahrzeugbreite, das 1955 in modifizierter Form in die Serienfertigung übernommen wurde. Die hinteren Eckfenster wichen ab August 1963 einer geänderten Heckklappe mit einem größeren Fenster. Bei Modellen mit vorderen Einzelsitzen war das Reserverad links über dem Motorraum angebracht. Im Angebot war der Samba bis zum Modellwechsel 1967. Einen gleichwertigen Ersatz gab es beim Nachfolgemodell T2 nicht. Im ersten Jahr wurden 269, in 1959 6241 Einheiten produziert. Im letzten Jahr produzierte VW 18.790 von diesem Sondermodell. Der Preis lag 1955 bei 8.475 Mark, was eine Kaufkraft von etwa 22.400 Euro entspricht. Das Video hat dir gefallen? Schreib's in die Kommentare. Bitte Kanal abonnieren nicht vergessen und vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.